Willkommen zurück zu Super Mario Star Road. Wir gehen jetzt in diese Tür, für die wir 20 Sterne brauchen. Und anscheinend macht das gar nichts aus. Okay. Und hier haben wir dann wohl einen Bosskampf in dieser Röhre. Na gut. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Münzen gibt es. Ja, und es gibt ja auch ekelhaftes Zeug. Ich weiß nicht, ob das wie Lava ist und mich einfach wieder hochwirft und Schaden macht. Oder ob das wie Treibsand ist und ich sofort tot bin. Ich springe da einfach gar nicht erst rein. Ja. Ich glaube, ich brauche einen Koopa-Panzer oder zumindest die Metallkappe. Oh. Als. Okay, da hätten wir was herausgefunden. Bringt mir das. Nee, es bringt mir gar nichts, euch zu besiegen. Dann lasse ich das. Okay, es ist wie Treibsand. Mhm. Weiß ich Bescheid. Mamma mia! Ah ja. Okay. Ja, naja. Kann ja passieren, dass man hier mal stirbt. Oder öfter. Oh, aber jetzt bin ich auch wirklich dumm. Nee, ich muss schon hier ein bisschen vorsichtiger spielen. Mamma mia! Ja, der Winkel ist ein bisschen blöd, wenn man hier rauskommt. Also, Game Over kommt gleich. Ich hoffe, wir schaffen es ohne. Aber es ist auch eine fiese Stelle hier. Wie ist denn dieser Sprung hier? Okay. Flap-Flap gab es ja auch schon in... Oder Flutter. Ich weiß gar nicht, wie er hier heißt. Ne, Flutter ist eigentlich die Weiterentwicklung von Wiggler. Die gab es auch schon in... Super Mario 64. Die sind nicht neu hier im Spiel, im Hack. Aber... Die gab es nur ganz selten. Unter anderem in der grünen Giftgrotte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch woanders gab. Oh, verdammt. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich hin muss. Ne? Ich suche hier gerade einfach den erstbesten Weg. Oh, da wäre ein One-Up. Oh, das ist mir zu weit weg. Du hau ab! Verdammt! Okay, ja, das wird noch ein großer Spaß. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Weg in die Welt der Lebenden finden. Ich finde das ja mega lustig mit dieser Unterwelt. Es ist auf Dauer ein bisschen nervig, aber man wird ja in Super Mario 64 nicht bestraft für ein Game Over. Es passiert ja einfach nichts. Man kann einfach das Level wieder von vorne anfangen und alles ist gut. Von daher, das hindert einen so ein bisschen. Und was ist denn mit dem Wasser passiert? Okay, ist egal. Ich ignoriere das einfach. So. Ein neuer Versuch. Juhu. Was soll das denn? Mamma mia. Ich hab jetzt echt Angst vor den Fledermäusen. Oh Mann, Mario! Okay, ich gehe jetzt einfach hier lang, weil ich nicht genau weiß, was der andere Weg mir bringt, ob der mir überhaupt was bringt. Und das hier ist ja zumindest mal was Neues. Aber das werde ich auch nicht schaffen, habe ich das Gefühl. Das ist ein Stern. Das ist einfach ein Stern. Einfach hier so drüber springen, ne? Ich muss gar keinen Doppelsprung machen. Ich muss zwar immer aufpassen, dass ich nicht zu weit springe, aber ich kann ja immer wieder zurück. Und... Na, das fand ich gut. Okay.
Warum geht's denn hier noch hoch? Ich meine, ich will eigentlich nur den Stern haben, aber es geht hier noch hoch. Was ist hier? Ach so, und dann könnte man auch hier zurück. Ja, ich weiß gar nicht, welcher Weg schwieriger ist. Ich glaube, der... Mario, nein, du wirst nicht sterben. Du nimmst den Stern und dann gehen wir hier weg. Nimm ihn jetzt! Okay, Stern Nummer 40. Ja, schön, dass wir hier mal einen Stern bekommen. Und den Schlüssel. Aber... Hä? Ich gehe einfach nochmal rein, denn es gibt ja noch einen anderen Weg. Schade, dass wir jetzt das Level verlassen mussten mit dem Stern. Es hätte ja auch sein können, dass wir den einfach mitnehmen können und dann weitergehen können. Deswegen wäre ja dann auch der Weg noch ein bisschen sinnvoller. War jetzt nicht so... Naja, okay. Muss ich mal wieder hier hochkommen. Auch nicht immer ganz einfach ist. Das ist auf jeden Fall einfach, wenn ich jetzt sofort hierher gehe. Wo bist du denn, du Fledermaus? Ah, hold up. Ja, und ich bin... Ich weiß, das ist so ein blöder Winkel da. Mama mia. Auf ein neues. Leute, ich kann die Kamera hier nicht einstellen. Ich kann es nicht besser einstellen und deswegen weiß ich nicht... Okay, man kommt hier hoch. Aber es ist halt schon eine fiese Stelle. Und vor allem, es wird ja auch nicht einfacher. Hier sind überall Löcher im Gitter. Die sind sicherlich auch nicht einfach nur so da. Ich habe auch schon gesehen, wie so sich ein Gumba daran verhangen hat und dann nicht weiterlaufen konnte. Also das sind echte Löcher. Bin ich sicher. So. Ich glaube, ich mache hier einen Weitsprung, oder? Ja. Einfach hier Stufe, Stufe wechseln. Stein wechseln. Du verfickter Monty! Oh nee, jetzt habe ich schon wieder keine Leben. Ja, wir sehen uns an dem Level in dem gleich wieder. Ja, irgendwie so. Okay. Ist auch einfach so, ja, ne? Warum nicht? Okay. Nein, hau ab! Hau einfach ab! So. Jetzt noch hier rüber. Spinne, hau ab! Jetzt hier hoch, oder wie? Dann mach halt keinen Rückwärtssprung. Oh Mann. Ja, ich bin schon ein bisschen geladen, was das Level hier angeht. Und es ist auch nicht so... Also ich finde, es ist cool. Es ist besser als diese ganzen Bowser-Level, die wir in Super Mario 64 haben. Oh, so geht's auch. Muss ich überhaupt mit einem normalen Sprung hoch oder soll ich einen Wandsprung ausüben? Das ist einfacher. Münzen, aber es geht weiter. Oh, ich will ja echt nicht sterben. Und ist der Anfang. Wenn ich hier drauf gehe, ist alles vorbei. Dann war alles umsonst zumindest. Okay, alles gut. Alles gut. Ganz vorsichtig hier hoch. Oh, nicht schon wieder so einer. Die sind mega gefährlich. Aber ist nicht so schlimm. Eine Röhre. Oh mein Gott. Ja, hier jetzt in die Röhre rein, ist da ein Bosskampf und wenn ich da sterbe, werde ich hier resettet, hoffe ich. So, da ist Bowser. Aber ich habe gehört, Bowser kommt ja tatsächlich nur ganz selten vor und zwar nur als finaler Boss. Und es gibt Custom-Zwischenbosse. Zu schade, dass ich nicht vorbeikommen konnte oder nicht Halt machen konnte, um mit dir zu reden, Mario. Aber ich bin ein wenig beschäftigt damit, das Mushroom Kingdom... zu erobern. Stattdessen könntest du ja Pernicious Piranha Plants kennenlernen. Just be warned, they have quite... Okay. Wir kriegen es also mit Piranha Pflanzen zu tun. Wo bin ich denn jetzt? Noch ein Level, oder was? Try Guys? Oh mein Gott! Ist das besiegt? Ich muss jetzt alle davon besiegen, oder wie? Hier sind ja sehr viele Blumentöpfe oder Blumengörn. Okay, nee, macht nichts. Ich mach das einfach. Ich kann das ja auch. Die eine war jetzt sehr gefährlich, weil die mich hätte ohne Probleme umbringen können. Aber hier wäre ich jetzt hier runtergefallen, würde ich wahrscheinlich noch leben. Das ist dann nicht so
drastisch. Ja. Schwieriger ist das schon, was ich gerade gesehen habe, diese eine Brücke. Und das hier könnte auch nochmal gefährlich sein. Ich meine, die Frage ist einfach, wo werde ich zurückgesetzt? Wir werden es jetzt erfahren. Da oben. Dann ist es nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar Leben. Also, ja. Schaffen wir schon irgendwie. Oh Mann. Mein Herz. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ich will einfach nur hier rein. Yes, Bowser. Ich weiß, du hast keinen Bock auf mich. Deswegen schickst du deine Lakaien. Und die Lakaien sind auch ein bisschen stärker als du. Deswegen habe ich ja so Probleme. So. Eigentlich sollte ich jetzt diesen Weg hier machen, aber ich traue mich einfach nicht. Der sieht so schwierig aus. Ich muss ihn trotzdem machen, ne? Aber ich schiebe ihn erstmal auf. Ich schiebe ihn erstmal auf und dann wird alles gut. Das klingt ganz wahrscheinlich so. So wird das eintreten. So, du hau ab. Schaden ist nicht so schlimm. Wir haben ja Münzen in Form von Goombas. Boah, Sparky. Okay, das war riskant, aber hat auch noch funktioniert. Ich krieg keine Münze, na gut. Hier rüber. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den ganzen Goombas. Ich laufe jetzt einfach hier hoch. Ich ignoriere die, oder? Ja, das ist die richtige Lösung. Was für ein dummer Wind. Ist der Wind ja auch hier oben noch? Oh, gut. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Mit dir. Wenn ich das richtig überblicke, ist jetzt nur noch dieser eine da. Ich weiß gar nicht, wie ich hier runterkommen soll, ohne vom Wind getötet zu werden. Das war echt nicht gut. Die Frage ist auch, wo erscheint jetzt der Stern? Vielleicht habe ich auch wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Keine Ahnung. Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Und hier habe ich jetzt echt Angst vor. Vor allem, wenn mich jetzt noch so ein Sparky verfolgt. Kann ich mich eigentlich gleich sein lassen. Muss das Ding erstmal wieder hochkommen lassen. Okay, Mario hält sich fest. Das ist schon mal sehr nett. Oh, der Winkel wird immer schlimmer. Ja, und das hier ist doch einfach nicht mehr lustig. Alles hängt jetzt an diesem Sprung. Nein! Oh, das ist der Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Nimm ihn jetzt! Ja, okay, wir haben es geschafft. Oh Mann, das war echt nicht einfach. Ich glaube, dabei belassen wir es auch. Und kümmern uns im nächsten Part dann um diese Tür. Ich nehme an, für dieses Schloss hier ist der Schlüssel. Aber ich habe keine Kraft mehr. Das war echt anstrengend. Das war jetzt nicht lange oder so, aber es war echt anstrengend, dieses ganze Zeug, weil man überall sterben kann. Ich war so angespannt. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann echt nicht mehr. Bis dahin, wie immer. Alles Gute.